Ich möchte euch heute etwas über Open Source Backup erzählen, beziehungsweise über Bareios, eine enterprisefähige Open Source Backup Software. Ganz kurz zu mir, ich bin gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, habe ein paar Jahre Systemadministration hinter mir und bin seit 2 Jahren im Consulting bei der DAS IT in Köln tätig. Und führe dort unter anderem seit 2 Jahren die Schulungen zu Bareios und Beckula durch, die an der Heinlein und an der Open Source School angeboten werden. Und ja, auch das Consulting dazu. Weitere Schwerpunkte sind so Systemmanagement und Netzwerkmonitoring. Worüber möchte ich mit euch sprechen, habe ich ja eingangs schon gesagt. Zunächst möchte ich einmal mit euch darüber sprechen, was eigentlich Bareios ist, was so für den Einsatz von Bareios als Backup-Software spricht und was in Bareios neu ist, wie man es verwendet und warum zum Beispiel der Zahlungsdienstleister Katic es benutzt. Ganz kurz, warum die Frage, was ist neu in Bareios? Kennt jemand Beckula? Hand hoch. Ui, sehr gut, dann ist das ja auch schon richtig gegliedert. Das ist nämlich das, worüber ich nicht sprechen möchte heute, das ist Beckula. Was ist Bareios? Also Bareios ist ein Fork, es ist eine netzwerkbasierende Backup-Lösung für eigentlich alle gängigen Plattformen von Linux über Windows, Mac OS X bis HP Unix und FreeBSD. Es gibt auch AIX-Clients. Es ist ein Fork von Beckula, es ist AGPL lizenziert und es weist jede Menge neue Features auf und im Vergleich zu Beckula ist der Source Code eben grundlegend überarbeitet worden. Ja? Was oder wieso alles für Bareios spricht? Erstmal möchte ich so ein bisschen was so zu der Entstehung sagen, zu dem Team dahinter ganz kurz, zu dem Projekt an sich. Also die Zielsetzung des Teams ist es einfach, 100% Open Source Code und Software zu produzieren. Wir wollen konstante Weiterentwicklung bieten, versuchen natürlich immer kompatibel, soweit es sinnvoll ist, zu sein und wollen aber nebenbei durch Support und Subscription eben Geschäftskunden bedienen, beziehungsweise den Enterprise-Charakter so ein bisschen unterstreichen und eben halt auch durch ein faires Preismodell eben ein gutes Produkt liefern und auch unsere Weiterentwicklung eigentlich sichern. Bei mir ist das jetzt voll. Ist die ganze Zeit schon? Echt jetzt? Gut, also war das bei jedem so. Liegt jetzt nicht an meiner Präsentation? Okay, gut, danke. Okay. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen genauer. Das wird jetzt ein bisschen zu klein sein, oder ist es gut erkennbar? Genau, habe ich mir gedacht. Besser? Nee? Gut, wenn Sie fordern reinlesen können, es wird natürlich wieder abgeschnitten. Das ist jetzt so ein bisschen unser Entwicklungsprozess. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, wir versuchen oder beziehungsweise wir produzieren nur Open Source Code. Der gesamte Quellcode wird auf GitHub gepflegt. Dieser Quellcode wird dann bei Änderungen nachts in unseren OBS
von unserem OBS ausgecheckt. Der OBS baut das Ganze automatisiert für alle gängigen Distributionen, 32 und 64 Bit. Unser OBS intern cross-compiled auch die Windows-Pakete und die OPSI-Pakete. Das Ganze wird natürlich parallel noch Regression-Tests unterzogen. Da haben wir zurzeit 130 Stück. Und wenn dann der OBS die Pakete in der Nacht fertig gebaut hat, steht hinten dran noch ein CI-System auf Basis von Jenkins, das vollautomatisiert nach einem Repo-Trigger eben erkennt, dass die Pakete neu gebaut wurden und in der Nacht auf Citrix XM basierend eben VMs hochfährt und für alle Datenbank-Backends und alle OS-Versionen 32 und 64 Bit eben CI-Tests durchläuft. Erst wenn diese CI-Tests erfolgreich durchlaufen wurden, werden quasi die fertig gebauten Pakete auf unseren Repo-Server gepusht. Das passiert in der Regel noch manuell. Dann haben wir parallel noch einen RSS-Feed, der an das Ganze gekoppelt ist. Und auch unser Bug-Tracker, unser interner, ist eben an GitHub gekoppelt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was sieht man denn jetzt da? Ja. Wie kann man sich am Projekt beteiligen? Jeder ist dazu eingeladen, natürlich das Projekt zu forken, am Code mitzuarbeiten, das Ganze eben zu contributen. Ihr könnt euch durch Fragen beteiligen oder auch durch Anregungen auf unseren Mailinglists, einmal auf der Barrios User Mailingliste und auf der Barrios Devil Mailingliste. Und wenn ihr einen Bug findet oder eben einen Feature-Request habt, dann reicht ihn doch bitte ein unter bugs.barrios.org und helft mit, das Projekt ja weiter voranzutreiben und zu entwickeln. Noch ganz kurz, dieses Jahr gibt es noch für Interessierte ein paar Schulungen. In Köln, in München und in Berlin stehen noch jeweils eine Schulung an. Und auch noch, was sehr zu empfehlen ist, ist unsere USB-Conf, die in Köln stattfindet. Und dort wird es auch unter anderem Workshops geben zu den neuen Python-Plugins und auch interessante Vorträge von unter anderem auch Marco van Wieringen selbst. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Wesentlichen. Hat sich schon jemand mit Barrios beschäftigt? Okay, gut. Auch schon im Einsatz produktiv? Zwei? Okay. Was ist neu? Also zunächst ist erstmal neu, wir haben den Windows-Client grundlegend überarbeitet. Das heißt, wir haben dem Installer einen Silent-Modus verpasst. Das heißt, es ist jetzt zum Beispiel auch automatisiert mit OPSI möglich, das Paket sauber auszurollen. Der Tray-Monitor wurde erneuert, also kann man mal erwähnen, er macht jetzt was, also man hat nicht einfach nur noch mehr einen Tray-Monitor, er blinkt zumindest schon mal grün, wenn ein Backup läuft. Ja, also dann haben wir für den Windows-Client einen sogenannten All-Drives-Mode neu umgesetzt, das heißt, ich kann ein Fileset schreiben, also ich definiere die zu sichernden Daten global. Der Windows-Server oder der Windows-Client wird gescannt nach den festen Laufwerken. Das heißt, er versucht dann nicht mehr von einer Floppy-Disk oder von einem CD-ROM-Laufwerk einen VSS-Snapshot zu ziehen. Also und was auch neu ist, wir haben das MS-SQL-Plugin neu überarbeitet und integriert. Mit dem ist es möglich, auch In-Time-Restores zu machen, Incrementals, Differentials zu restoren und eben auch zu sichern. Dann haben wir die Konfiguration etwas überarbeitet, das heißt, wir haben Default-Werte für diverse Strings eingearbeitet.
Zum Beispiel wählt er jetzt automatisch den Katalog. Also der Katalog ist fest eingestellt, außer ich definiere einen anderen Katalog im Client. Es war immer früher notwendig, dass man eben in jedem Client den Katalog definiert, in den die Metadaten zur Datensicherung geschrieben werden sollen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Dann ist per Default der Autoprun in der Client-Definition auf No gesetzt zum Beispiel und das Cleaning-Präfix, ja, für Tapes, für das Cleaning-Tape, das haben wir als Default gesetzt. Also es wird jetzt automatisch erkannt. Das muss ich quasi nicht mehr händisch konfigurieren, dass in einem Pool ein Cleaning-Tape mit drin ist. Dann haben wir eine LTO-Hardware-Encryption implementiert. Das heißt, wir nutzen die Hardware-Encryption, die nativ in LTO dabei ist, seit LTO 4. Das ist eine AES 256 GCM-Encryption. Es wirkt sich nicht auf die Geschwindigkeit aus, kann man gleich sagen. Also man hat keine Geschwindigkeitsverluste beim Schreiben auf das Tape. Wichtig ist natürlich, dass man sich den Hauptschlüssel separat, sage ich mal, wegsichert. Am besten vielleicht, also klassisch ausdrucken nochmal und weglegen. Denn ohne Schlüssel ist natürlich das Band nicht mehr lesbar. Das ist dabei aber auch hardwareunabhängig. Und wir haben es halt auch vollständig integriert und auch das Tool B-Extract kann quasi verschlüsselte Tapes, wenn ich die Keyphrase noch habe, also den Key noch habe, eben auch extrahieren. Oder mit BLS kann ich das Ganze auch listen. Dann, ja, viele Tape-Libraries, also haben ja sogenannte Import-Export-Slots und die waren früher ja eigentlich nicht so ja wirklich in einer Verwendung, wie man sich das gewünscht hat. Und deswegen haben wir Import- und Export-Funktionen unter anderem in die B-Konsole eingebaut. Das heißt, es ist jetzt möglich, automatisiert die Import- und Export-Slots auch zu nutzen. Ja? Und das heißt, ich kann das gezielt steuern, dass er Tapes nach einer Sicherung zum Beispiel in den Export-Slot legen soll und mein Admin muss nur noch hergehen und die Tapes aus dem Export-Slot holen oder die Tapes in den Import-Slot reinlegen, aus dem sich dann Barrios die Tapes in den Pool zieht, weil es gab, also so die größte Fehlerquelle immer noch beim Handling mit Tapes ist einfach mal ein falsch eingelegtes Band und das kann man halt somit auch wieder minimieren, ja. Was jedem gerne mal so im Eifer des Gefechts passiert. Ja, dann haben wir einige Konsolenkommandos neu implementiert, zum Beispiel das Kommando Rerun. Also mir ging es früher ganz oft so, dass ich mir dieses Kommando gewünscht habe, weil jeder kennt es, ein Job, also diejenigen, die Bekola oder Barrios einsetzen, kennen das. Ein Job schlägt mir fehl aus Grund X. Und ich möchte den nochmal genau so starten wie zu seiner ersten Laufzeit. Und das musste ich bis dato immer manuell mir zusammenfriemeln, also selektiv. Und da ist einem gerne mal ein Fehler passiert. Und das ist eben mit diesem Kommando nicht mehr notwendig. Das heißt, ich habe meinen Rerun, gebe die dazugehörige Job-ID ein und Barrios führt dann diesen Job exakt genau so aus wie zur ersten Laufzeit. Ja, somit kann ich quasi fehlgeschlagene Jobs oder auch andere Jobs nochmal nachträglich laufen lassen, also neu starten. Dann ein weiteres Kommando, das ich auch immer schmerzlich vermisst habe, ist zum Beispiel Status Scheduler. Ich bin fertig mit meiner Barrios-Konfiguration, ich habe mein Schedule eingerichtet, habe alles automatisiert und gehe die ganze Konfiguration nochmal durch und muss mir bildlich vorstellen oder ich nehme mir ein Sheet, male es mir auf oder sonst was, wie mein Schedule eigentlich aussieht. Passt der denn überhaupt? Und mit Status Scheduler brauche ich das quasi nicht mehr. Ich kann mit Status Scheduler mir die einzelnen Schedules anzeigen lassen, dann listet der die zugeordneten Jobs dazu auf und gibt mir dann auch noch eine Preview. Ja, wie zum Beispiel die nächsten 7 Tage aussehen, das ist ein Default. Ich könnte aber auch ein beliebiges Zeitintervall oder nur einen beliebigen Schedule abfragen in diesem Ganzen.
Ein weiteres Feature, das ich auch früher schmerzlich vermisst habe, ist die Möglichkeit, zwischen einzelnen Storage Nodes, also Storage Daemons, Daten zu kopieren oder zu migrieren. Das heißt, meine Daten entweder auszulagern oder zu duplizieren. Das war früher nur an einem und demselben Storage Daemon möglich und zwischen den unterschiedlichen Drives. Mit diesem neuen Replikationsmechanismus habe ich quasi die Möglichkeit, ja, auf einen entfernten Storage Daemon eben meine Daten nochmal zu kopieren oder zu migrieren, was zum Beispiel, zum Beispiel ein erster Schritt in Richtung Cloud Backup ist. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Funktion, die wir neu implementiert haben, die sich Passive Client nennt. Das ist die alte Funktionsweise, die wir hier sehen, ja, die natürlich auch noch existiert. Das heißt, ein Backup wird gestartet durch den Director. Der Director sagt dem Client, du sollst jetzt bitte die Daten aus dem Fileset XY lesen und sollst dich bitte mit dem Storage Daemon verbinden, damit er die Daten, die du liest, ja, auf das Speichermedium, das diesem Backup-Lauf zugeordnet ist, ja, eben schreibt. Problem, ich muss mich mit Nothing rumschlagen oder zum Beispiel, ich habe ein Backup-Netz, ich habe verschiedene Kundennetze, ja, mein Kundennetz muss zurück ins Backup-Netz und ich habe eine kritische Lücke in meiner Firewall, ich habe das Problem mit Nothing und alles halt nicht so rund. Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Client quasi in einen sogenannten Passive-Mode zu setzen. Das heißt, der Client baut nicht mehr die Rückverbindung zum Storage-Daemon auf, sondern der Director sagt dem Storage-Daemon, dass der Storage-Daemon sich mit diesem Client verbinden soll, ja, um die Daten auf das Sicherungsmedium zu schreiben. Ja, das bietet mir zum Beispiel die Möglichkeit, eben diesen Rückweg aus zum Beispiel meinem Kundennetz in das Backup-Netz eben zu vermeiden. So ein bisschen Zukunftsmusik, was steht in Aussicht? VMware-Backup wollen wir auf jeden Fall realisieren. Dann im Bereich Windows, wo wir schon sehr weit fortgeschritten sind, ist eben die Unterstützung von Encrypted File-Systems und Mount-Point-Support. Dann die Verwendung der Windows-eingebauten Deduplicated Volumes-Funktion, eine API zur Konfiguration, Python-basierend, auch ein Python-Plugin werden wir demnächst mit anbieten. Dazu gibt es auch einen Workshop auf der USB-Conf. Dann arbeiten wir an einem Ceph-Backend und an Cluster-Backends, um zum Beispiel dann auch in der Amazon Cloud direkt sichern zu können. Und wir arbeiten an einem neuen Webtool zur erster Linie erstmal nur zur Administration und im weiteren Verlauf wollen wir auch schauen, dass wir ein Tool zur Konfiguration bieten. Und hier ist mal so eine kleine Aussicht. So, der interne Projektname ist Barbossa. Ist mal eine kleine Aussicht auf das neue Web-Frontend, wo momentan im Alpha-Stadium ist. Ich weiß nicht, ist der Entwickler hier? Der wollte heute da sein. Nein. Und wir hoffen, dass wir gegen Ende des Jahres mal ein Beta-Release veröffentlichen können. Und dann der nächste Schritt ist, wie gesagt, ein Tool zur Konfiguration. So, wie setze ich eigentlich Barrios ein? Ich glaube, ein bisschen mehr als die Hälfte hat ja schon Becula und auch teilweise Barrios Erfahrung. Einmal vielleicht kurz für die, die es nicht wissen, das ist aber echt zu groß gerade. Warum macht er das so? Du musst es nicht. Ich würde das Bild vielleicht einmal gerade so aufrufen, weil bei mir sieht es passend aus.
Ist aber schon besser, ne? Wesentlich besser. Hier sehen wir jetzt die Grundarchitektur von Barrios. Barrios ist eigentlich im Wesentlichen ein, kann man sagen, ein Satz von Software. Er besteht aus drei unterschiedlichen Daemons, dem sogenannten Director Daemon, dem Storage Daemon und dem File Daemon. So, der File Daemon ist das, was man in der klassischen Backup-Welt eigentlich immer so als Backup-Agent bezeichnet. Ja? Und die Basis des Directors bildet der sogenannte Katalog. In dem Katalog landen quasi alle meine Metainformationen zu meinen Sicherungen, zu meinen gesicherten Daten, zu meinen Sicherungsmedien und zur Vorhaltezeit oder zum Management meiner Daten. Der Katalog kann entweder auf PostgreSQL basieren oder MySQL oder eben, aber nur für Testzwecke, eben auch SQLite. Dann habe ich zur Administration diverse Webinterfaces wie Bekola, werden wahrscheinlich einige kennen, wb-admin. Und es gibt noch die BAT, das ist eine Qt-basierende GUI. Und dann natürlich die Barrios CLI, das also für mich das Administrationswerkzeug erster Wahl. Sichern kann Barrios bzw. der Storage Daemon in erster Linie auf alles, was ich meinem Betriebssystem eben als Speicher mitgeben kann. Das können NFS-Mounts sein, CIF-Mounts, dann eben einzelne Single-Drives, also LTO-Drives, aber eben auch ganze Tape-Libraries. Das ist nämlich eine Stärke eben auch von Barrios, dass es in der Lage ist, automatisiert mit großen Tape-Libraries umzugehen und auf Tapes eben zu sichern und von Tapes rückzusichern. Die File-Daemons, wie eingangs schon erwähnt, gibt es ja für eigentlich alle gängigen Betriebssysteme. Und hier sieht man jetzt mal die Grundstruktur. Also ich habe den Director, der eben das ganze Gerüst steuert. Das heißt, der Director legt fest, wann, wie, wo, was gesichert wird. Das gebe ich in der Director-Konfiguration an. Der Director stößt dann zur gegebenen Zeit nach dem Schedule eben das Backup an, baut eine Verbindung zu meinem File-Daemon auf und teilt dem File-Daemon mit, welche Daten er quasi vom System lesen soll. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Windows-System sichern würden, und wir wollen noch ein VSS, also ein Snapshot, ein Volume Shadow Snapshot, würde er quasi vorher noch den Snapshot anstoßen und dann aus dem Snapshot heraus die Daten lesen. Der File-Daemon liest diese Daten und wenn wir jetzt zum Beispiel im Passive-Modus wären, würde der Director noch parallel dem Storage-Daemon mitteilen, dass er sich mit dem File-Daemon verbinden soll, um dort die Daten in Empfang zu nehmen und sie dann auf das zu dem Backup-Job zugehörigen Sicherungsmedium eben zu schreiben. Soweit erstmal noch Fragen kurz zur Architektur oder ja, es ist ja so, man muss es kurz sagen, es ist ja ein Fork von Bekola. Ja, also es ist genauso wie Bekola eine netzwerkbasierende Backup-Plattform und deswegen ist es ja klar, dass es ähnlich aussieht wie Bekola. Der Mehrwert. Der Mehrwert. Der Mehrwert.
Also ich habe ja schon eigentlich einige Features aufgeführt, die es in Barrios gibt und die in Bekola eben nicht zu finden sind. Dann ist, würde ich sagen, in meinen Augen der nächste Mehrwert eben, wenn man, also man muss jetzt mal das von der Community-Seite ein bisschen betrachten, was ich ja auch eigentlich mache. Es ist ja auch hier eine Art Community-Vortrag. Es ist doch in relativ kurzer Zeit eine ziemlich schnell eine hohe Bewegung in der Barrios-Community entstanden. Also es gibt wirklich, also die Bewegung auf den Mailinglisten oder auch im Bug-Tracking und auch auf GitHub, also das Feedback ist auch sehr stark gewachsen. Und ich glaube, das spricht doch auch dafür, dass es eigentlich an der Zeit war, eben das, diesen Fork mal eben auch zu starten, das Ganze loszutreten, um vielleicht mal eine Weiterentwicklung auch anzustoßen. Ja, zum Beispiel Features wie eine Storage-Daemon-Replikation, die waren in meinen Augen eigentlich mal auch dringend notwendig. Oder einzelne Kommandos, wie zum Beispiel ein Rerun. Also wenn ich echt mal überlege, wie, also in meinen Anfängen, ich mache ja, also Bekola, Barrios mache ich jetzt nicht erst seit gestern. Ja, ich mache Bekola und jetzt halt Barrios seit 6 Jahren arbeite ich damit. Ich weiß, warum wir als Team das getan haben und wofür. Und ich denke, der Zuspruch, ja, der ist eben auch, das Feedback, ja, ist, genau, da oben sehe ich es schon, ja, das ist einfach da. Es war notwendig. Und ich weiß, warum ich das sage. Ja, ich arbeite fast tagtäglich damit. Auch mit Bekola. Ich habe es geschult. Ich schule es immer noch. Zu mir kommen auch Leute in meine Schulung, in meine Trainings, die nutzen Bekola. Ja, und ich, es ist so. Aber ich finde, der Mehrwert bei Barrios eben auch durch diese kleinen Funktionen, es gibt noch viel mehr. Auch im Source Code, der bereinigt, also ich sag's mal jetzt ganz krass, bereinigt wurde, ja. Deprecated Stuff, wie zum Beispiel. Ganz ehrlich, wer sichert auf DVD hier? Oder wer benutzt mehr als einen Katalog? Wer benutzt mehr als einen Katalog? Ich habe einmal in meinen 6 Jahren einen Kunden erlebt, der mehr als einen Katalog aus speziellen Anforderungen heraus verwendet. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, zum Beispiel in jeder Kleinkonfiguration einen Zielkatalog anzugeben, zum Beispiel. Oder warum soll das Working Directory nicht gleich default konfiguriert sein und nur bei Bedarf muss ich es zum Beispiel in der Director-Konfiguration umsetzen? Oder ja, ein Ceph-Backend oder, also es gibt eine ganze Menge. Ja, wenn ich mir überlege, vorhin wollte ich ja sagen, Rerun. Wie oft am Anfang ich mir schwer getan habe oder mich einfach mal falsche Zahl geklickt habe, um einen Backup-Job nochmal laufen zu lassen. So wie zur ersten Laufzeit. Und also das sind für mich die Mehrwerte, die ich einfach habe. Und eben auch die Entwicklung, so offen wie sie gerade stattfindet, ist für mich auch in meinen Augen ein Mehrwert. Und auch die Tatsache, dass es einfach, es gibt und wird auch niemals eine andere Codebasis geben. Es gibt nur diese eine Codebasis und die ist auf GitHub. So. Frage beantwortet, ein bisschen zu lang, Entschuldigung. genau, und wo ich gerade noch das Bild sehe, Zukunftsmusik, habe ich total vergessen. Es ist in Nightly, ist es schon drin. Ich sage es immer, ach, das ist immer so ein bisschen so, tut mir immer so ein bisschen weh. Es gibt jetzt auch den Storage Daemon und den Director Daemon für Windows. Also wer irgendwie da Bedarf hat, kann das jetzt auch also auf Windows betreiben. Ja, also Tape-Libraries mit Windows machen definitiv keinen Spaß, das sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Aber die Möglichkeit gibt es, weil es eben auch solche Anforderungen gibt, dass eben ein Storage-Daemon mal auf einem Windows-Server laufen muss. Ja, das ist Fakt. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt und wird es auch in Stable geben. In Nightly ist sie schon zu finden. So, jetzt switchen wir einmal wieder. Ja, jetzt sind wir ja natürlich schon ein bisschen voraus. Jetzt mal für den Teil, der mit Bekola und Barrios noch keine Berührung hatte. Was kann Barrios? Also Barrios ist
wie ich schon sagte, in meinen Augen, also ich behaupte, ich wage zu behaupten, die einzige Open Source Backup-Lösung, die eigentlich enterprise-fähig ist. Ja? Ich kann damit Full Differentials und Incremental Backups fahren, um bei Bedarf auch in speziellen Szenarien sogenannte Virtual Full Backups, was ich immer so gern so ein bisschen als so ein synthetisches Voll-Backup bezeichne. Ich kann mehrere Storages als Speicher ansprechen und Tape-Libraries, egal mit welcher Slotgröße und welcher Drive-Größe, individuell steuern. Und die ganz großen Zusprüche, die ich eigentlich dem Ganzen zugestehen muss, sind, es ist vollständig automatisierbar. Man ist zu jedem Zeitpunkt flexibel und kann es skalieren, also im Scale-In und im Scale-Out. Ich muss es nicht zentral aufbauen, das heißt, mein Storage-Daemon muss zum Beispiel nicht auf demselben Server wie mein Director laufen. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Storage-Daemon auch, ein kurzes Beispiel, ich habe zwei Serverräume, der andere Serverraum liegt in einem anderen Brandabschnitt. Dort habe ich nochmal einen kleinen Server, da läuft ein Storage-Daemon drauf und vielleicht die Tape-Library hinten dran oder nochmal ein SAN oder wie auch immer. Und dann kann, und im anderen Serverraum liegt zum Beispiel mein Director mit einem Storage-Daemon und da ist der Disk-Speicher. Und das Ganze kann ich dann zum Beispiel nochmal auslagern in meinen zweiten Brandabschnitt, in den zweiten Serverraum, auf den Disk-Speicher, der dort steht, oder auf die Tape-Library, die dort an einem Storage-Daemon angebunden ist. Ja? Und was in meinen Augen auch als, ja? Wie bitte? Also der Director ist ja eigentlich die, also es war jetzt nur so ein Musterbeispiel. Ja? Der Director ist ja die Komponente, der das Ganze zentral steuert. Ich wollte jetzt damit nur eigentlich darstellen, dass ein Storage-Daemon nicht zwangsläufig auf demselben Server laufen muss. Natürlich kann ich auch mehr wie einen Director haben. Die Frage ist dann immer, wofür brauche ich das? Was ist daran sinnvoll? Eigentlich ist es in der Regel sinnvoller, mit einem Director zu arbeiten und unterschiedlichen Storage-Nodes. Dann habe ich die Möglichkeiten des Disaster Recoveries, die sehr schnell zu gewährleisten sind. Natürlich gibt es auch Anforderungen oder man sollte es vielleicht auch redundant fahren, aber es ist wirklich so, dadurch, dass es sehr gute Disaster Recovery Mechanismen gibt, bin ich in der Lage, sehr schnell meinen Backup-Server wiederherzustellen. Und selbst wenn ich gerade keinen funktionierenden Backup-Server habe, bin ich in der Lage, mit den Bareos-Tools meine zum Beispiel ausgelagerten Volumes, also die Tapes, ja, wieder einzulesen oder einzusehen. Ja, also das heißt, ich kann die mit B-Extract, kann ich zum Beispiel ein Volume ohne funktionierenden Server extrahieren. Das dauert dann natürlich länger. Dafür gibt es aber dann Hilfsmechanismen, jetzt wird es schon ein bisschen detaillierter, wie zum Beispiel einen Bootstrap, den ich mir bei einem Sicherungsprozess schreiben lassen kann. Idealerweise mache ich das für die Eigensicherung. Ja? Das heißt, es gibt einen Job, der ist für die Eigensicherung des Ganzen zuständig. Der sichert einmal die Konfiguration und der sichert einmal die Datenbank. Denn wenn ich die Grundkonfiguration in die Datenbank habe, ist alles in Ordnung. Davon lasse ich mir einen Bootstrap generieren. Das ist ein File mit Metadaten zu dieser Sicherung. Ja? Bootstrap, Stiefelriemen, ne? Also Anti-Hilfe, Hilfe, Bootloader. Das ist allen so ein bisschen geläufig, ne, woher das kommt. Dann habe ich dieses Bootstrap-File. Ich habe zum Beispiel mein Tape, ja, lass es ein LTO6-Tape sein. Das möchte ich natürlich nicht manuell extrahieren müssen. Richtig. Und dann nehme ich mein B-Extract-Tool, gebe B-Extract das Bootstrap-File mit und das Bootstrap-File sorgt dafür, dass B-Extract exakt nur die letzte Eigensicherung aus dem Medium rauszieht und ich habe meine Konfiguration und meine Datenbank wieder, die ich in meinen Director einspielen kann. Ja? Das heißt, ich bin sehr schnell in der Lage, wenn ich das natürlich entsprechend vorbereitet habe und richtig konfiguriert habe und das Szenario so aufgebaut habe, was ich dringend empfehle zu machen, ja? Eben einfach nicht sehr schnell wieder zu dem Stand kommt vor dem Totalausfall. Ja. Letzter Punkt, kontrolliertes Backup und Restore. Ja, das ist auch eine Sache, was ich als Admin möchte. Ich möchte mein Backup, ich möchte wissen, dass es kontrolliert abläuft. Ich möchte zentrale Stellen haben, wo ich sehen kann, wenn was schief läuft. Das heißt, ich möchte Logs.
Ich möchte ein Logging, ich möchte ein Management für das Ganze. Und was Bareos auch noch kann, ist Verschlüsselung. Das heißt, ich kann einmal die Daten an sich, die ich sichere, verschlüsseln. Und ich kann den Transportweg verschlüsseln. Denn wie ich eingangs sagte, Bareos ist eine Netzwerk-Backup-Plattform. Das heißt, es nutzt TCP. Und ich kann mit TLS eben diesen Transport absichern. Gute Frage, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Verschlüsselung oder Datenkompression der zu sichernden Daten, ja, passiert immer auf der Client-Seite. Das heißt, der File-Daemon macht die Datenverschlüsselung, der File-Daemon macht die Kompressionsstufe, die man zum Beispiel konfiguriert hat in seinem Datenset, das man sichern möchte. Das ist immer ganz wichtig. Das ist der limitierende Faktor, was dann auch wieder die Geschwindigkeit ausmacht. Ja? Das heißt, der File-Daemon verschlüsselt die Daten und sendet die verschlüsselten Daten dann eben an den Storage-Daemon. Dort findet die Verschlüsselung statt. Und ganz wichtig, nie die Metadaten, den Katalog verschlüsseln. Das kann bös ins Auge gehen. Es ist nicht empfehlenswert. Und deswegen lieber die Daten verschlüsseln und dann den Transportweg verschlüsseln. So, hier mal so einen ganz kurzen Einblick. Wie installiere ich das Ganze unter Debian? Wir bieten ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, einen Repo-Server an. Ich richte mir die Source-List ein, installiere das Ganze mit apt-get install und dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich natürlich auch mein Datenbank-Backend habe. Das heißt, ich habe vorher mein PostgreSQL oder MySQL installiert. Dann richte ich eben die Datenbank ein, meiner Wahl. Das heißt, diese Skripte zum Datenbankanlegen werden von den Paketen bereits mitgeliefert. Das heißt, ich richte erst die Datenbank ein, richte dann die einzelnen Tables ein und mache dann noch die Zuweisung der Rechte. Dann versichere ich mich natürlich erstmal, dass die Dienste laufen. Das ist einmal der Dienst für den Storage-Daemon, der Dienst für den Director und der File-Daemon. Storage-Daemon und Director-Daemon laufen als Bareos-User und der File-Daemon läuft als Root. Jeder Daemon hat seine eigene Konfigurationsdatei. Diese Konfigurationsdateien werden unter EDC Bareos abgelegt. In der Director-Konfiguration definiere ich quasi meine Sicherungsaufträge, also meine Jobs, meine sogenannten Jobs. Ich definiere die dazugehörigen Clients, von denen gesichert werden soll. Ich definiere in der Director-Konfiguration mein sogenanntes Fileset. In diesem Fileset definiere ich, was gesichert werden soll. Dann definiere ich meine sogenannten Pools. In Pools werden die Volumes gruppiert. Volumes sind Volumes sind eine Art Container-File. Also die Files, in denen meine zu sichernden Daten geschrieben werden. Auf Disk sind es dann zum Beispiel einzelne Volume-Files. Und bei einem Tape spricht man von einem vollständigen Volume. Dann habe ich noch meine Storage-Daemon-Konfiguration. In der Storage-Daemon-Konfiguration konfiguriere ich meine einzelnen Storages, also meine Speichermedien, die genutzt werden sollen. Und im File-Daemon gebe ich unter anderem an, welcher Director sich mit dem Client verbinden darf und gebe ihm dort noch das Passwort für die Authentifizierung mit. Und das ist dann quasi der Daemon, der die Sicherung auf dem Client ausführt. Die Daten quasi liest beim Sichern oder schreibt beim Restore. Dann sehen wir hier kurz die CLI. Ich würde sagen, auf die gehe ich gar nicht so genauer ein, weil ich würde jetzt gerne auch noch eine kleine CLI-Exkursion machen. Ich habe mal eine Plunk-Installation dabei. Und hier sieht man eben nochmal ganz kurz einen Ausschnitt von der BAT.
Das ist zum Beispiel die QT-basierende Oberfläche, um das Ganze zu administrieren. Ich rede immer nur von administrieren. Das kommt daher, dass es bis jetzt noch kein grafisches Tool gibt, um Bareos zu konfigurieren. Die Konfiguration basiert ausschließlich auf Konsolenebene in den Konfigurationsdateien. Ja? Die grafischen Frontends, die es gibt, wie BAT oder wie Bekula, sind nur dazu da, um es zu administrieren, um Restores auszuführen oder um die Sicherungen, die einzelnen Volumes zu kontrollieren. Ja? Also es hat nur Administrationsfunktionen. Hier sieht man nochmal ganz kurz einen Ausschnitt von Webecula. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach in die Praxis kurz über. Da würde ich mich einmal zusetzen. So, ich mache das mal noch ein bisschen größer. Ist das so gut? Ja? Dann zeige ich einmal hier habe ich jetzt meine Paketquelle definiert von unserem Repo-Server. Da habe ich die Ach so, ja, wegen dem, ne? Ja, wir machen das mal wohl dann anders da. Genau. Wie machen wir das jetzt? Bitte sagt ihr mal Stopp. Ja? Okay. Gut. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe Varios normal installiert. Postgres ist auch am Laufen. Schauen wir nochmal ganz kurz nach. Postgres läuft. Varios läuft. Hier habe ich meine Konfigurationsdateien und hier sehen wir jetzt mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe jetzt hier quasi eine Default-Konfiguration. Wir haben uns vorgenommen, in der Zukunft mit Release 14 eine vorgefertigte Default-Konfiguration mit auszuliefern, die sozusagen out of the box dann schon einsatzfähig ist, weil wer Bekula kennt oder die bisherigen Default-Konfigurationen weiß, dass es eben da nicht der Fall ist und immer sehr holprig ist, wenn man dann damit starten muss. Hier sehen wir dann einmal die Konfiguration für unseren Storage Daemon an sich, dann hier eine sogenannte Job-Definition, also ich kann der Einfachheit halber Templates für Sicherungsaufträge erstellen und die ich dann eben hier verwende und hier sieht man dann einen eigentlichen Sicherungsjob, der sich jetzt dann auf dieses Template bezieht. Man redet dann hier immer von einer Konfiguration, das ist jetzt meine Director-Konfiguration, mit einzelnen Ressourcen und das ist jetzt die Ressource für die Job Definition und diese Job Definition bedient sich anderer Ressourcen, deren Referenzen die Namen sind. Das heißt, ich habe hier einen Job Definition, deren Default Level Incremental ist. Dann habe ich hier noch eine Client-Ressource, die auf den Client mit dem Namen eatraxfd verweist. Ich habe ein Fileset definiert, das Fullset heißt. Ich habe einen Schedule, der Weekly Cycle heißt. Ich habe einen Storage definiert,
das File heißt. Das heißt, an meinem Storage Daemon ist wahrscheinlich irgendwie Diskspeicher schon eingebunden. Ich habe einen Pool, der File heißt. Das heißt, ich habe einen Pool, der mit gewissen Eigenschaften meine Sicherungsmedien in Volumes schreibt, die eben auf diesem Sicherungsmedium angelegt werden. Und ich habe einen Bootstrap, der geschrieben wird. Und dieser ganze Job hat eine Priorität von 10. Dann würde ich jetzt einmal diesen Job ausführen. Das heißt, ich gehe in die B-Konsole. Die B-Konsole ist quasi mein Verwaltungstool. Hier sehe ich dann einmal die Director-Version. Das ist Latest Stable. Und dann sehe ich noch die Speicherauslastung. Dann sehe ich, wann der Daemon gestartet wurde, ob irgendwelche Jobs schon gelaufen sind und ob irgendwelche Jobs laufen. Das ist jetzt ein bisschen hier abgeschnitten. Kann ich noch ein Stück nach? Nee? Schon zu viel? Gut, das heißt, ich mache vielleicht nochmal ein Minus. So noch lesbar. Ja, passt auch jetzt in eine Zeile, sehr gut. Das heißt, ich sehe jetzt hier eine Vorschau, Schedule Jobs. Hier sehe ich immer die Jobs, die die nächsten 24 Stunden laufen sollen. Das ist einmal der Job für den Backup Client 1 und einmal seine Eigensicherung. Dann kann ich einmal hier noch einen Status Schedule lostreten. Dann sehe ich hier, ich habe zwei Schedules, den Weekly Cycle. Da wird dieser Client gesichert, dieser Job ausgeführt, dieser Sicherungsauftrag. Und dann habe ich noch einen zweiten Schedule, der für die Eigensicherung zuständig ist. Und dann sehe ich hier im unteren Verlauf, sehe ich die Preview für die nächsten 7 Tage. Das heißt, Sonntag wird differenziell gesichert und von Montag bis zum Freitag incremental. Die Eigensicherung ist immer eine vollständige Sicherung. Und jetzt würde ich einfach sagen, machen wir mal ein Backup. Das heißt, wir stoßen das Backup für den Client 1 an. Jetzt halte ich kurz inne. Das Ganze würde jetzt in dem Fall noch nicht funktionieren, denn ich habe noch keine Automatisierung. Das heißt, der Pool legt noch nicht automatisch Volumes an. Das heißt, ich würde jetzt erst mit Label ein Volume anlegen. Dann würde ich es einem Pool zuordnen. Und dann mache ich mal ein List Volumes. Das ist ein bisschen zerhackstückelt. Geht noch ein Minus. Und dann sehe ich hier, dass ich ein Volume habe mit der Medien-ID 1, mit dem Namen Test, im Status Append. Dann mache ich ein Run Backup Client. Halt. Run Job gleich Backup Client 1. So, dann sehe ich hier nochmal eine Zusammenfassung. Jetzt steht hier, er macht ein Incremental. Gut, mache ich einfach mal Yes. Dann habe ich schon Nachrichten und dann sehe ich, dass er noch kein Voll-Backup von diesem Job gefunden hat und macht automatisch aus diesem Incremental-Backup ein Voll-Backup. So, dieser Job ist jetzt vollständig gelaufen. Ich sehe hier den Status, wie dieser Job durchgelaufen ist. Keine Fehler. Ich sehe den Fileset-Namen. Und jetzt kann ich hier mal ein List Jobs machen. Ich sehe den Job. List Pools. Ich sehe hier die Pools. Hier sehe ich jetzt, dass ein Volume angelegt wurde von mir und jetzt mache ich mal ein Restore, Job ID gleich 1, damit wir noch ein Restore haben, machen wir ein LS, da sehe ich jetzt, dass nur USR definiert wurde, mache ein Mark All,
um jetzt einfach mal irgendwas zur Rücksicherung zu markieren. Ein Done, ein Yes. Und ich bekomme gleich ein Restore OK. Und würde jetzt hier unter Barrios Restore würde ich meine Daten eben wiederfinden, die er gesichert hat. So. Hier sehe ich eben S-Bin gesichert mit allen Attributen. Ja. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Und würde sagen, wenn jetzt jemand noch Fragen hat, kann er gerne fragen. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Minuten drauf, weiß ich nicht, aufgrund der Stolpersteine am Anfang. Und würde jetzt eigentlich erstmal sagen, gibt es da jetzt erstmal noch irgendwelche Fragen? Das ist eigentlich jetzt mal das Erste. Fragen? Ja? Also es ist so, dass wir, ne, der ist tot, auch nicht schlecht. Es ist so, dass wir auf unserem OBS für alle gängigen Betriebssysteme bauen. Wir haben jetzt seit letzter Woche auch fertige Pakete für CentOS 7 und RHEL 7. Das heißt, es ist eigentlich alles abgedeckt. OpenSUSE, Slash, Debian, Red Hat, CentOS und so weiter. Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Mac OS X, FreeBSD und HP Unix und AX und solche Geschichten halt immer auf Anfrage. OPSI-Pakete werden auch immer aktuell gehalten, also die kann man auch auf dem Repo-Server finden. Und ja. Entschuldigung. Vom Backup-Server jetzt an sich? Nein, dann ist natürlich, wenn mein Root-File-System beschädigt ist, dann ist natürlich auch der Server in seiner Funktion beeinträchtigt, mein Backup-Server beeinträchtigt und dann kann ich den natürlich auch erstmal nicht mehr zum Restoren verwenden. Das würde heißen, ich würde dann auf einem zweiten Server, eben zum Beispiel mit B-Extract oder den Barrios-Tools eben versuchen, an meine Backup-Daten heranzukommen, weil im Idealfall lagere ich sie auch nicht auch nochmal aus, also kopiere oder migriere sie nochmal bezüglich Redundanz und kann dann so wieder an meine Daten herankommen. Also wenn das Filesystem komplett beschädigt ist, ist es natürlich sehr schwer, dann noch die Tools auszuführen oder Barrios an sich den Dienst. Also hier in der Client-Konfiguration, also in der File-Daemon-Konfiguration wird der Director definiert, der sich mit dem File-Daemon verbinden darf und das Passwort, das hier hinterlegt ist, muss mit dem Passwort in der Client-Konfiguration auf Director-Seite übereinstimmen. Das heißt, ich gebe erst den Part an, der sich authentifizieren darf an meinem File-Daemon und dann gebe ich das dazugehörige Passwort an, das der Director mitbringt, mit dem er sich authentifizieren möchte. Ja, so ist das gewährleistet. Und im Idealfall habe ich auf jedem Server eben ein anderes Passwort auch. Was mache ich, wenn mein Server gerade abgelaufen ist? Ich also keine File-Daemon-Konfiguration auf dem neuen Blech habe? Dann kann ich dahingehend auf meiner Director-Seite eben das Passwort abändern oder anpassen. Also das ist ja... Das macht der Admin. Das ist dann also wenn ich einen Client, also einen File-Daemon auf einem zu sichernden Client neu einrichten muss und wir haben ja Mechanismen, die ein random Passwort generieren bei der Installation und ich verwende dieses neu generierte Passwort, muss ich das natürlich auch übertragen in meine Client-Konfiguration im Director.
Oder ich setze eben das Passwort aus meiner kleinen Konfiguration im Director eben im File-Daemon ein. Ja? Also das ist kein Problem. TLS, also für die Verschlüsselung, die gibt es. Ja, aber für die Authentifizierung, nein. Ja. Beim Restore ist man flexibel. Ja. Es gibt einen Job für den Restore, der definiert ist. Das heißt, da ist ein Standardwert hinterlegt unter Temp, wie wir es gerade gesehen haben, Barrios Restore. Und ich kann entweder ein Replace machen, das heißt, ich kann die zurücksichernden Daten direkt überschreiben, oder ich setze eben irgendein anderes Rücksicherungsziel. Also da bin ich flexibel, das kann ich beim Rücksichern steuern, wohin ich zurücksichern möchte. Da oben war... Nein, bis jetzt noch nicht. Also wir werden auf jeden Fall die Windows-Mechanismen, die es mitbringt für die Deduplizierung, nutzen, aber erstmal nicht so direkt Deduplication. Es gibt eine Art Mechanismus, der das mitbringt, aber eine Neuüberarbeitung oder so, nee, ist nicht geplant. Man kann mit sogenannten Base-Jobs arbeiten, das heißt, wenn man viele verschiedene Server hat, macht man einen Referenz-Job, der als Basis genommen wird, und eben nur dann die unterschiedlichen Dateien eben dann noch sichert, die bei dem Abgleich herauskommen. Also sowas Ähnliches wie die Deduplizierung könnte man eigentlich sagen. Oder das entspricht dem Prinzip so ein wenig. Der Schedule, der sieht immer so aus, wie man es definiert, ja? Ja, also man kann sogenannte, ja, also man kann die Jobs so ausrichten, dass sie nach bestimmten Intervallen wiederholt werden, auch nur eine bestimmte Anzahl. So eine Funktion, dass jetzt ein Laptop-User, der jetzt gerade in der Firma sitzt, selber ein Backup anstoßen kann, gibt es nicht direkt. Das gibt es nicht. Aber man könnte da zum Beispiel mit Hilfe von Batch-Files oder Bash-Files, also mit Files eben Abhilfe schaffen, indem man gewisse Berechtigungen einrichtet, dass eben ein gewisser Client den Director antriggern kann, um ein Backup zu starten. Das müsste man dann aber ja, skriptbasiert lösen. Aber etwas direkt Fertiges, damit ein User von seinem Laptop aus ein Backup starten kann, gibt es nicht. Ja, noch ganz kurz, Barrios im Einsatz bei Kartec, dort war eben die Anforderung, dass eine ergonomische Unterstützung der Tape-Automatisation stattfinden sollte. Das heißt, Import- und Export-Slots sollten eben genutzt werden. Die bessere Microsoft-Unterstützung war ein ganz großer Wunsch. Das heißt, wir mussten eben den Windows-Installer überarbeiten, dass er eben besser mit OPSI zusammenarbeitet. Und für die neueren Versionen eben zugänglich ist. Ja, das ist nämlich auch so auch eine Geschichte. Also den Windows-Client, der ist auch Open Source, den gibt es immer in Stable gebaut auf dem Repo-Server zum Ziehen. Dann die Backup-Replikation sollte vereinfacht werden, damit Daten besser ausgelagert werden sollten. Das haben wir eben auch bei Kartec umgesetzt. Indem wir eben mit den Virtual Full Backup Mechanismus überarbeitet haben und stabiler gemacht haben. Und somit bin ich eigentlich am Ende. Fragen haben wir auch schon abgehandelt. Dann würde ich sagen, wenn es noch eine Frage gibt oder zwei, gibt es noch? An Backup-Medien, also habe ich ja eingangs gesagt, alles, was ich in meinem Betriebssystem erstmal einhängen kann, lokaler Speicher, dann CIFS-gemounteter Speicher, wenn es auch unbedingt sein muss, NFS-gemounteter Speicher, ein USB-Stick, den ich angesteckt habe, der gemountet ist, und eben Tape-Libraries oder einzelne Tape-Drives. Ja, das sind ja Tape-Libraries. Also eine Tape-Library besteht aus einem Tape-Drive und einer Robotik, die quasi,
Genau. Gut, dann ja, Ende bedanke ich mich und gebe an den Referenten.